Überfüllung der Kanaren mit Touristen. Im ersten Quartal 2024 wurden fast 4,3 Millionen Besucher aus anderen Ländern gezählt. Somit ist dies ein neuer Rekord, da in 2018 und 2023 die bisherigen Spitzenwerte um etwa 500.000 tiefer lagen. Der Umsatz wurde vom Nationalen Statistikinstitut mit insgesamt 6,5 Millionen Euro für die Monate Januar bis einschließlich März angegeben. Die Zahl der Ausländer, die im März den Urlaub auf den Kanaren verbrachten, ist um fast 19% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Umsatz belief sich allein in diesem Monat auf etwa 2,3 Millionen Euro, das sind 1.500 Euro pro Tourist. Interessant in der Statistik ist der Preisanstieg. Die Hotelpreise stiegen im März 2024 gegenüber 2023 um fast 10%. Im Vergleich zur Inflation, welche mit 3,2% angegeben wird, sind dies circa das Dreifache. In ganz Spanien waren die Hotels im März im Durchschnitt auf den Kanarischen Inseln am teuersten und somit wurde der größere Profit erzielt. All diese Zahlen bedeuten, dass nach den massiven Demonstrationen, die am 20. April auf allen Inseln stattfanden, folgende Maßnahmen auf dem Tisch liegen. Geplant sind die Einführung einer Touristensteuer und die Einführung von Beschränkungen für den Kauf von Häusern durch Ausländer. Auch die All-Inclusive-Option ist seit der Demo im Gespräch. Jedes Jahr kommen Touristenmassen auf das spanische Teneriffa und nutzen oft die Hotels mit der All-Inclusive-Option. Eine große Gruppe unter ihnen sind Reisende aus dem Vereinigten Königreich. Der stellvertretende Bürgermeister der Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife rief daher dazu auf, die Urlaubspläne hinsichtlich All-Inclusive zu überdenken. Dieser Vorschlag betrifft jedoch in der Tat alle Touristen. Der Politiker gab in einem lokalen Radiosender ein Interview, in dem er erklärte, dass er gegen den billigen All-Inclusive-Urlaub sei. Nach seiner Meinung sollten Hotels auf Gäste setzen, die Unterkünfte mit einem höheren Standard bevorzugen. Nachher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fluggäste und liebe Kinder. Wir bitten Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Maschine ihre endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir bitten Sie dann, die Staufächer über Ihnen vorsichtig zu öffnen, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und schauen Sie auch nochmal in Ihrem Sitzbereich nach, dass Sie keine persönlichen Gegenstände wie Handy oder Dokumente bei uns vergessen. Wir möchten uns von allen Gästen, die hier in Las Palmas ihren Urlaub beginnen werden, recht herzlich verabschieden und wünschen Ihnen hier sonnige und fabelhafte Ferientage auf dieser Insel. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.